Jetzt geht es aber wieder weiter. Es gibt wieder Nachdenkfutter für euch alle. Jetzt kommt ATIF, das hatte ich eben schon angekündigt. Und danach kommen dann verschiedene Beiträge zum Thema TTIP. Liebe Freunde, ich möchte im Namen der Föderation der Arbeiter aus der Türkei sprechen. Bombenanschläge, Massaker, Krieg. Seit den türkischen Parlamentswahlen im Juni 2015 vergeht kein Tag, an dem wir nicht Zeuge davon werden, wie hunderte Zivilisten in Kurdistan ermordet werden. Interessant ist, wie die Bundesregierung auf die internationalen Hilferufe reagiert. Trotz vollem Bewusstsein über die aktuellen menschenrechtsverachtenden Geschehnisse im Osten der Türkei agiert sie gerne als Partner Erdogans. Um die Menschen, für dessen Flucht die Bundesregierung verantwortlich ist und die sie heuchlerisch willkommen heißt, wieder loszuwerden, ist es sich nicht zu schade, die türkische Regierung mit einem Betrag von Milliarden von Euros zu unterstützen. Sie verschließt ihre Augen vor einem bevorstehenden Genozid und setzt lediglich ihre eigenen Interessen durch. Doch dabei bleibt es nicht. Während türkische Nationalisten und Faschisten der Grauen Wölfe, Anhänger von islamistisch-faschistischen Organisationen und türkische Geheimdienstler in Deutschland Hand in Hand zusammen agieren können, werden linke, türkische und kurdische Organisationen und Personen politisch verfolgt und der staatlichen Repression ausgesetzt. Seit dem 15. April 2015 befinden sich 10 revolutionäre Menschen in verschiedenen Haftanstalten Bayerns in Untersuchungshaft. Auf der Grundlage der Ermächtigung des Bundesjustizministeriums zur Strafverfolgung als mutmaßliche politische Aktivisten der TKPML wurden sie in einer konzentrierten Polizeioperation festgenommen. Am 3. Juni 2016 wird gegen die 10 Inhaftierten, unter denen sich Aktivisten der Konföderation der Arbeiter aus der Türkei, einer der ältesten basisdemokratischen und linken Organisationen der Arbeitsmigranten hier in Europa, Anklage vor dem Oberlandesgericht München erhoben. Die Anklage der deutschen Bundesanwaltschaft beruht auf fragwürdigen und teilweise falschen Informationen und scheinheiligen Beweismitteln der türkischen Geheimdienste und dient somit der Spaltungs- und Repressionspolitik der AKP-Regierung. Deren Berichte wurden nämlich in der Vergangenheit schon mehrmals von internationalen Gerichten als nicht zulässig bewertet, weil sie häufig auf unter Folter erzwungenen Geständnissen und auf rechtswidrigen Methoden beschafften Informationen beruhten. Die Bundesanwaltschaft und Justiz machten sich damit zum Erfüllungsgehilfen des türkischen AKP-Regimes und seiner antidemokratischen Staatsschutzbehörden. Sie unterstützen damit einen Staat, in dem seit Monaten wieder Pogrome und Massaker gegen Kurden, Aleviten, Nichtmuslime, Linke und Sozialisten stattfinden, sowie die elementarsten Grundrechte wie Meinungs-, Versammlungs-, Organisations- und Koalitionsfreiheit missachtet werden und zum Alltag geworden sind. Die 10 Gefangenen, von denen ich gesprochen habe, werden nach dem im Jahre 2002 eingeführten Antiterrorparagrafen 129b vorgeworfen, Mitglied einer ausländischen terroristischen Vereinigung, konkret der Kommunistischen Partei der Türkei, marxistisch-leninistisch gewesen zu sein. Zu den Anklagepunkten zählt unter anderem die bemerkenswerte Beschuldigung, sich an der Befreiung und am Aufbau des demokratischen Autonomieprojekts in Rojava im syrischen Teil Kurdistans maßgeblich beteiligt zu haben. Die TKPML ist in der Bundesrepublik Deutschland weder verboten, noch wird sie auf der EU-Terrorliste geführt. In diesen Verhaftungen sehen wir eine neue Form der machtpolitisch motivierten Strafverfolgung bzw. Kriminalisierung von progressiven, migrantischen Einzelpersonen und Organisationen, die sich eigentlich gegen alle fortschrittlichen, demokratischen und revolutionären Kräfte weltweit richtet. Deshalb rufen wir alle progressiven und revolutionären Menschen und Organisationen auf, die in Deutschland von staatlicher Repression betroffenen Menschen und Organisationen politisch und praktisch zu unterstützen. Freiheit für alle politischen Gefangenen, weg mit 129a und b, hoch die internationale Solidarität.
Internationale Solidarität! Hoch die internationale Solidarität, ja. Ich finde, es sollte überhaupt kein National mehr geben, gar nicht mehr, grenzenlos. Das ist jedenfalls meine Version und meine Vision.